Cheers. Ja, wir sind in Havana. Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana. Oh na na. Ein tolles Lied wird überall zurzeit auf der ganzen Welt gesungen. Millionen Mal, was heißt über 500 Millionen Mal schon bei YouTube geklickt. Ich habe es für euch vorbereitet auf Altsax von jetzt, in einem anderen Video auf Tenor und dann noch einmal in einem anderen Video erkläre ich das dann auch auf der Klarinette. Und im Übrigen habe ich ja das ja schon reingespielt, aufgenommen. Das seht ihr auf meinem Kanal, habt ihr das gesamte Lied schon mit den Instrumenten, könnt ihr das einmal anhören. Ja, und dann, wenn ihr jetzt bis zum Schluss dabei bleibt, Freunde der Nacht, könnt ihr nämlich dann auch dieses Backing Track oder Play Along hören, dann könnt ihr schön dazu spielen. Vor allem, ich habe ein Play Along erstellt, da ist leise die Melodie noch mit dabei, so dass ihr dann immer mitverfolgen könnt, wo ihr gerade seid, weil manchmal ist es schwierig, im Takt mitzuspielen. Außerdem habe ich die einzelnen Abschnitte mit Schlagzeug schön gekennzeichnet, wann dann der nächste Abschnitt folgt. Also bleibt dran, dann kriegt ihr den Backing Track mit, beziehungsweise ihr könnt diesen ja dann auch von mir haben. Ich habe dann auch dazu Notenmaterial erstellt, genau wie der Play Along spielt und genauso wie das im Original von dieser Camilla Cobello, glaube ich heißt die, wie das da gemacht worden ist, natürlich mit diesen PDF-Noten. Der Link ist dann in der Infobox angegeben. Fangen wir gleich an. Ja, E-Moll ist es im Altsaxophon. E-Moll, parallele Tonart ist G-Dur. G-Dur hat ein Kreuz, nämlich Fis. Das heißt, wir müssen bei E-Moll auch dieses Fis spielen. Das heißt, man fängt mit E an, spielt zum E rauf und hat dieses Fis mit dabei. Und dann sind wir in E-Moll. Aber die Kubaner, die spielen sehr gerne ein harmonisches Moll. Das heißt, das ist also nicht das normale, natürliche Moll, sondern da müssen wir noch den siebten Ton erhöhen. Und das ist das D. Von E nach E ist eine Oktave und ein Ton tiefer, das ist der siebte. Den müssen wir erhöhen, da spielen wir ein Dis. Ja, das zeige ich euch. Also zunächst einmal ein Fis, das haben wir hier, das ist F. Das ist Fis und das Dis, da haben wir hier das D und dann ist hier die Seitenklappe, der kleine Finger gleich daneben. Das ist das Dis. Also wir spielen Fis und Dis. Wir fangen an mit der Tonleiter mit E. Übrigens, singen. Singt's mit. Das Singen ist unheimlich wichtig. Sind es die Notennamen oder sind es die Melodie oder sind es die Melodie mit dem Text? Ja, jetzt zum Einüben ist es natürlich super, wenn wir die Notennamen singen würden. Ja? Also zunächst bleiben wir noch einmal beim Dreiklang, beim E-Moll-Dreiklang. E, G, H, E, H. Ja, ich singe auch nicht besonders schön wie der Caruso, sondern ich versuche den richtigen Ton zu treffen und auch den Notennamen, dann geht es schön auch ins Ohr. Also den Dreiklang können wir beliebig rauf und runter spielen. E-Moll-Dreiklang. Wir merken uns das Fis, wir merken uns das Dis. Das ist jetzt in dem Stück nicht so wichtig, aber dann später, wenn wir darüber improvisieren wollen, in dem nächsten Video, brauchen wir das und wir haben das dann schon im Ohr. Wir gehen nach Havana, Kuba. Na, na, ge, ha, ha, ge, ge, e. Ha, 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 ze, ha, a, ge, ha, ha, ge, ge, e. Ha, a, ha, ze, ha, a, ge, ha, ha, ge, ge, e. Ha, a, ha, ze, ha, a, ge, ha, ge.
H-A-C-A-G-I, Hafis. Gifis, Gifis, Gigi. Da ist der Teil A zu Ende. Was ich vergessen habe, wir haben drei Teile. Teil A, Teil B, Teil C. Alle drei hängen miteinander zusammen, weil da immer die gleiche Akkordabfolge gespielt wird und es sonst keine anderen Akkorde gibt, sondern die wiederholen sich immer wieder. Dadurch ist das Lied ja so genial einfach, weil es gleich ins Ohr geht und jeder kann sofort mitsingen. Ja, schade, dass es mir nicht eingefallen ist. Also wirklich super, ein super tolles Lied, super Thema. Der George Michael hat auch solche Themen gemacht, dass immer wieder die gleichen Akkorde sofort immer wieder wiederholt werden und das Thema eigentlich nicht nur leicht sich ändert. Wir sind jetzt, also der erste Teil ist einfach, wir sind jetzt darauf Teil B und das geht jetzt hier, ja, das muss ich noch sagen, kleine Buchstaben ohne Oktavklappen, große Buchstaben mit Oktavklappen. Und der Teil B geht jetzt mit E los und zwar mit Oktavklappe und zwar Triol. Na, I, 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 ha, ha, ha. Und dieses H ist ohne Oktavklappe. I, 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 ha, 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 zi, ha, a, ha. Ha, a, ha, a, gi, gi. I, 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 ha, 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 zi, ha, a, ha. Ha, a, ha, a, gi, gi. Den Teil spiele ich euch vor. Ja, ihr merkt schon, wenn man mitsingt, tut man sich leichter. Die zweite Teile von dem Teil, von dem B-Teil. Na, I, I. I, I, Fis, G, Fis, I, Fis. Und da kommen wir also nochmal zum Fis. Nochmal. I, 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 Fis, G, Fis, I, Fis. Ha, A, ha, A, G, G. I, 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 ha, ha, zi, ha, a, ha. Ha, A, ha, I, I, I. Also hier wechseln wir zwischen der Oktavklappe und ohne Oktavklappe ab. Ja, ich mache es euch mal vor. Ja, das wäre die zweite Zeile von Teil B. Dann kommen wir zum dritten Teil. Dritter ist ein sehr schöner Teil, weil es jetzt ein bisschen anders gespielt und gesungen wird. Das ist so ein lyrischer Teil, so ein ganz ausschweifender Teil, wo man also recht weit ausholend spielt. Ne? Geht folgendermaßen. D-I, D-I, H-A-G, A-F-I-S. D, 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 I, H, H, A, H, A, G, H, Fis. Also zuerst ein Teil mit Oktavklappe, dann der Teil ohne Oktavklappe. I, 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 I. Und das ist der Teil, der Überleitungsteil zum, zur nächsten Zeile. Also da macht er so einen heftige Zwischentöne. I, 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 I. Di, I, di, I, ha, a, g, a, fis. Di, 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 I, ha, 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 g, fis. I, 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 I. So, den Teil C spiele ich euch im Gesamten vor. Thank you.
geht also folgendermaßen an. Das ist der Teil A. Teil B. Das ist der Teil B. Teil C ist der lyrische Teil. Also das sind diese drei Teile und dann haben wir es ja schon. Diese drei Teile, A, B und C, kommen dreimal hintereinander. Wobei natürlich dazwischen drin immer so ein Rap-Teil oder ein bisschen ausgeschmückt ist. Aber wir können die drei Teile immer so spielen, weil die Harmonien immer dazu passen. Also A, B, C, A, B, C, dann nochmal A, B, C. Und beim vierten Mal kommt nochmal Teil A und dann kommt der Teil C. Also der Teil B wird weggelassen beim letzten Mal. Dann kommt der Teil C und dann kommt noch ein zweitaktiger Schluss. Und den wollen wir jetzt mal anschauen. Also da machen wir noch einmal Teil C und den Schluss. Ah, also E, D, I, H, A, G, A, Fis, G, 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 Fis, G, Fis, G, Fis, G, I. Das ist der Schlussteil. Und so wär's, so ist es das Ganze gewesen. A, B, C, dreimal. Beim vierten Mal kommt Teil A, da wird der B-Teil dann weggelassen und kommt Teil C mit diesem Schluss. Ich habe das auf PDF schon aufgeschrieben, könnt ihr haben. Infobox ist alles aufgeschrieben, der Link. Und dazu diesen Backing-Track. Und den spiele ich jetzt an, diesen Backing-Track. Also, das ist dieser Backing-Track, könnt ihr gerne haben. Der Link ist in der Infobox. Die PDF-Noten bekommt ihr dazu. Ja, das wäre es gewesen. Viel Spaß, schreibt mir rein in die Kommentarbox, wie ihr damit zurechtgekommen seid. Ihr könnt es auch mit dem Original dazu spielen, geht auch. Ich sag Tschüss, Servus, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit diesem Havana. Ciao!